Herzlich willkommen zu einer niegelnagelneuen Folge Behind the Beans. Mit mir, Timo, ich nehme euch mit durchs Haus. Wir fragen gleich ein paar Leute nach Sachen, die auf diesem Zettel stehen. Wenn ihr eure Fragen noch loswerden wollt, könnt ihr das machen hier unter dem Video. Oder ihr geht auf Twitter, Reddit oder das Forum. Nutzt das Hashtag Behind the Beans und dann schauen wir, was da rumkommt. Weil ich hier gerade so super praktisch in Julias Büro sitze, die gerade direkt hinter euch sitzt, hinter Bell, können wir uns direkt mal Julia schnappen und die fragen, was sie eigentlich den ganzen Tag so macht. Weil wir haben uns gedacht, wenn das Behind the Beans ist, dann kann man auch ein bisschen Behind the Beans gucken und schauen, was die Leute hier eigentlich den ganzen Tag so treiben. Brauchst du mich gar nicht so erstaunt anzugucken da hinten. Also Bell, einmal umdrehen. Hallo, liebe Julia. Hallo. So, zeig uns doch mal, was du hier eigentlich so treibst die ganze Zeit. Oh Gott, ich glaube, da müsste man viel zu viele Tabs öffnen, viel zu viel zeigen. Aber ansonsten, grob gefasst, kann man sagen, versuchen alle Wünsche zu realisieren. Alle. Aber es ist wirklich Plan organisieren, Dispo schreiben, Stablisten einfach wirklich besetzen. Das heißt, Kontakt mit externen Mitarbeitern auch aufnehmen und mit denen kommunizieren, wann was stattfindet, mit unseren Leuten, Urlaubsverwaltung von einigen Abteilungen, zum Glück nicht von allen, aber es reicht. Ansonsten Daten sichern, Technik ausgeben oder zur Reparatur schicken oder je nachdem, für wann wir was brauchen, auch auszuleihen. Also, und das ist halt noch ein Bruchteil der Liste, würde ich sagen. Von daher ist es genug zu tun, aber so ungefähr, ganz. So ungefähr. Wenn ich jetzt sage, ey, ich möchte gerne eine neue Folge Behind the Beans machen, was davon bleibt dann bei dir hängen? Behind the Beans ist immer sehr angenehm. Das ist nämlich, was bleibt bei mir hängen, meinst du jetzt von, vom Aufwand her, was ja, ich dann, genau, ja, bei Behind the Beans wissen wir, okay, da brauchen wir einen Kameramann, du übernimmst jetzt seitdem Andi weg ist ja die Modstelle. Das heißt, ich kümmere mich darum, wer das zum Beispiel dann dreht. Also den Kameramann organisieren, welche Technik wir zu welchem Zeitpunkt da zur Verfügung haben, ob man irgendwie was ausleihen müsse und so weiter. Genau, das ist so der Aufwand bei Behind the Beans. Der ist auch sehr gering. Das klingt machbar tatsächlich. Na gut, wir sind noch keine NDA, das kommt alles noch. Oh Gott, bitte nicht. Dankeschön. Bitte. Am 13.06., falls ihr aus Dresden kommt und am 13.06. noch nichts vorhabt, da läuft der 25. Dresdner RBTV Stammtisch. Der wird stattfinden im Club Traumtänzer. Könnt ihr auch direkt auf www.club-traumtänzer.de, glaube ich, nachschauen oder bei uns im Forum. Die Leute haben sich da ordentlich Mühe gegeben zum Organisieren. Das wird, glaube ich, eine ganz coole Sache. Also wenn ihr aus Dresden kommt, Bock auf RBTV habt und mal ein paar Leute aus der Community kennenlernen wollt, könnt ihr da vorbeigehen. Das wird bestimmt lustig. Und jetzt gehen wir Richtung Redaktion. Wird das Format After Dark dieses Jahr noch wiederkommen? Ich vermisse sehnlichst ein paar Horror-Let's Plays mit Simon, fragt Pinker Pete. Es ist nicht pauschal ausgeschlossen. Es gibt eigentlich keinen richtigen Grund, warum es jetzt nicht stattfindet. Wir warten einfach nur auf passende Titel und auf Zeiten, zu denen Simon kann. Dann bringen wir sicherlich auch mal wieder einen After Dark abends. Das trifft sich super, weil, Folgefrage, haben wir eine Chance Agony, wenn es denn dann ohne Macken läuft, was ja eigentlich mit Dennis angeplant war, in einem After-Dark-LP mit Simon zu sehen, fragt Equinox. Das Problem ist, dass wir hätten das heute eigentlich, also wenn ihr das seht, ist dieser Tag schon vorbei, aber eigentlich hätte das heute stattgefunden, jetzt ist Dennis aber krank und fällt vorerst aus, deswegen fliegt es heute aus dem Programmplan raus und leider, was wir so auch gehört haben und unsere Einschätzung ist von Leuten, die es gespielt haben, ist es einfach kein besonders gutes Spiel, es wird sich also nicht für ein längeres Let's Play unbedingt anbieten, weil es wahrscheinlich auch euch da draußen nicht so viel Spaß machen würde. Ich habe ihn leider nicht gesehen, aber falls ihr mehr dazu wissen wollt, Trant hat einen sehr schönen Game-2-Beitrag zum Thema Agony gemacht. Guckt euch den einfach mal an. Den muss ich dann auch sehen, weil ich keine Ahnung habe, was das ist. Wie wäre es mit einem Slot zum Beispiel in Reboot oder allgemein für Kickstarter-Spiele, die wir interessant finden, um dort Spiele vorzustellen, beziehungsweise eine Kooperation mit Kickstarter in diesem Segment, fragt Norbert. Das kann man machen. Wir haben allerdings, es gibt viele Leute im Haus, mich ein bisschen eingeschlossen, die nicht uneingeschränkt diesem Thema Spielefinanzierung über Kickstarter gegenüberstehen, weil es einfach, also ich persönlich habe auch Spiele, die ich schon vor, weiß nicht, 5 Jahren bezahlt habe, die vor 4 Jahren rauskommen sollten, die bis heute nicht erschienen sind. Ich finde, generell muss man das sehr genau abwägen, mittlerweile bei Kickstarter, weil es einfach auch sehr viel Ernüchterung eingetreten ist bei Leuten, die da mitfinanzieren. Also ich würde jetzt, glaube ich, keine eigene Rubrik oder sowas daraus machen. Was hast du da mitfinanziert? Star Citizen?
Konkret warte ich zum Beispiel noch auf ein Spiel namens Cryamore, das ist so ein Action-Rollenspiel, oder auch ein Spiel namens Asylum, das sollte so ein Horrorspiel in einer geschlossenen Anstalt werden. Beide, guckt es gerne mal nach, sollten, glaube ich, vor Jahren schon auf den Markt kommen und mittlerweile interessiert mich offen gesagt auch nicht mehr, was aus diesen Spielen jetzt wird, weil der Zug ist einfach abgefahren. Och man, schade. Seit dem tollen Towerfall Ascension-Turnier wollte ich immer mal ein weiteres Turnierformat vorschlagen. Was hältst du zum Beispiel von einem Rocket League-Turnier, fragt Marcel. Das kann man machen. Wir müssen natürlich immer eine ausreichende Anzahl an Leuten dafür finden, die A, Zeit haben, weil es ist natürlich auch eine Ressourcenfrage, wenn man irgendwie 16 Leute hinsetzt, die gemeinsam Rocket League oder eben Towerfall oder sowas spielen und die das Spiel natürlich auch können müssen. Das heißt, wir sind, es erfordert immer eine gewisse Vorbereitung, sowas zu machen, auch wenn es dann, wir schaffen das Kunststück, dass es sehr aufwendig ist in der Produktion, aber trotzdem sehr amateurhaft wirkt in der Organisation. Das ist das Schlechteste aus beiden Welten, was wir da immer mit vereinen. Aber wir machen sowas sicherlich mal wieder demnächst. Okay, letzte Frage nochmal von Feuercode. Aktueller Stand, was Point & Chick angeht. Gibt es da irgendwelche Lichtblicke? Ja, also ich habe von Flo und Sophia ein Commitment, dass sie da beide Bock drauf haben. Die ein grundlegendes Problem dahinter ist, dass Sophia ja eigentlich nur als Moderatorin für Game 2 hier noch arbeitet und das auch in einem sehr, sehr eingeschränkten Rahmen. Die hat ja einen anderen Job und andere Verpflichtungen, denen sie nachgeht. Das heißt, wir können nicht über sie so verfügen in dem Rahmen wie über jemanden, der hier Vollzeit fest arbeitet. Wir haben das immer im Hinterkopf, aber es muss einfach zeitlich für alle Beteiligten dann auch passen. Beinhaltet das dann auch Hengi mal eben spontan hinsetzen? Oder? Ja, das ist ja noch schwieriger, weil es selten vorkommt, dass Sophia hier mal spontan vorbeikommt und dann sagt, sie hat Zeit, sich mal ins Hengi zu setzen. Wenn sie hier ist, dann macht sie in der Regel Game-2-Geschichten. Das müsste schon mit ein wenig Planung einhergehen. Cool. Vielen, vielen Dank. Ja. Jetzt lasse ich dich weiterarbeiten. Weiter geht's. So, Micha ist leider nicht anwesend gerade. Jetzt versuche ich mal, ein paar Fragen auf die Redaktion auszuweichen, die hier gerade sehr unbeteiligt sitzt und versucht, nicht in meine Richtung zu gucken. Das ist sehr angenehm da hinten. Warum, pass auf, ich frage dich das jetzt. Und wer Einwände hat, möge sich melden oder für immer schweigen. Von Vincent Malloy. Was ist eigentlich mit dem Hengi-Kaku passiert? Das Ganze ist doch erst kürzlich ins Leben gerufen worden, war einigermaßen gemütlich und mittlerweile sieht es da eher aus wie eine Abstellkammer. Mega ungemütlich, leer und trotzdem irgendwie chaotisch. Warum hast du das getan, Sandro? Es tut mir leid, aber es war doch gerade der Backyard-Sale. Vielleicht liegt es daran, dass alles... Also jetzt ist es doch wahrscheinlich wieder ein bisschen aufgeräumt. Ich war noch nicht da. Ich weiß nämlich auch nicht. Ich war seit 2 Wochen oder so nicht mehr im Hengi. Aber ich glaube, jetzt sollte es doch ein bisschen aufgeräumter sein. Meinst du nicht? Wahrscheinlich, wenn du das sagst. Ich bin ja nie da, wie zu beweisen war. Gregor, warst du in der Hengi in letzter Zeit? Ich war es nicht. Der Geruch war schon vorher da. Na gut, dann war es wahrscheinlich Simon und der ist gerade nicht in Reichweite. Genau. Ich habe aber für dich auch noch irgendwas, dachte ich. Und zwar, hier, Sandro, pass auf. Ich setze mich direkt hier neben dir auf den Fußboden. Deine Frage, wie wird eine Folge Filmfights oder Gamefights geplant und wie lange haben die Diskutierenden Zeit, sich darauf vorzubereiten? Wie wird festgelegt, was die einzelnen Teilnehmer wählen dürfen? Wenn die Runde nennt den besten Spielberg-Film lautet zum Beispiel, werden sich ja mehrere Back to the Future auswählen. Wie wird dann entschieden, wem dieses Thema gestattet ist und wer sich was anderes aussuchen darf? Und so weiter. Erzähl uns alles zum Thema Filmfights, Gamefights. Das sind ja viele Fragen, aber erstmal, Back to the Future ist natürlich nicht von Steven Spielberg. Das heißt, niemand würde da einen Punkt bekommen. Das ist wahr. Robert Zemeckis. Das, Future gemacht. Aber egal. Filmfights mache ich ja nicht, aber Gamefights und wir machen es so ähnlich. So eine Woche bevor die Sendung ist, werden ja die Fragen rausgeschickt. Dann kann es natürlich vorkommen, dass der ein oder andere schon was antwortet, was ein anderer gewählt hat. Dann ist es so, first come, first serve. Oder aber, wenn wir einen Gast haben, also einen externen Gast, dann kriegt der den Vorzug. Das heißt, wenn 2 Leute Back to the Future wählen und der Gast ist aber der, der es als zweites gewählt hat, da muss sich halt der andere, in dem Fall Eddie oder so, muss sich halt was anderes überlegen. Okay, genau. Wenn, habe ich die Frage aufgeschrieben? Ah ja, super, ist sogar super passend, ich habe das wieder perfekt gemacht. Ebenso würde mich interessieren, ob den Gästen vorher das Sendekonzept erklärt wird, dass sich dieser Eindruck bei mir bislang nicht manifestieren konnte. Alles zusammen kommt von Vivla von Rondi. Da steckt gleich ein bisschen Kritik drin. Es ist ein bisschen Kritik. Wir haben daran gearbeitet tatsächlich und es gibt jetzt ein neues Konzept mit ein paar Änderungen. Da werde ich auch noch was im Forum zu schreiben, da solltet ihr auf jeden Fall die Augen offen halten. Bezüglich Gamefights zumindest, bei Filmfights wird es soweit erstmal so bleiben, wie es bisher war, soweit ich weiß. Aber wir werden das auf jeden Fall ein bisschen ausdefinieren, sodass für alle klar ist, nach welchen Regeln wird gespielt, wer wird gewinnen. Es geht vor allem um die Argumente, all das. Das stimmt, gerade die externen Gäste haben da vielleicht kein Auge drauf oder wissen da nicht so recht Bescheid. Deswegen haben wir das alles nochmal zusammengerafft und deswegen sollte in Zukunft klar werden, worum es da wirklich geht. Cool. Vielen Dank. Bitte. Lasilein, ich habe eine Frage für dich, wenn du mir die beantworten magst. Und zwar wurde auf Twitter gefragt von Mr. Just Reborn,
ob man mal Mighty Nguyen Kim bei NDA zu Gast sehen kann. Ist dir diese Person bekannt? Ich habe gesehen, du folgst ihr, glaube ich, auf Twitter. Seitdem ich das gelesen habe. Ach, es geht schon los? Ja, ja. Ja, ich habe... War mir auch kein Begriff, dieser Name, und ich habe dann gegoogelt und hat mir dann auch nichts gesagt, aber sie scheint auf YouTube ja eine recht große Persönlichkeit zu sein. Ich kann hier mal vorlesen, 78.000 Abonnenten. Warum nimmt die uns nicht in ihre Sendung? Wahrscheinlich wird sie uns bald einladen. Also ich sehe hier zum Beispiel, eines der erfolgreichsten Videos ist, wo sie Bezug genommen hat auf Simon Unges Video Milch ist Gift und hat das dann nochmal wissenschaftlich versucht zu beantworten. Ich habe es noch nicht gesehen, aber die Themen, die sie behandelt, die passen eigentlich ganz gut zu NDA. Ja, ich habe auch, ich habe nur ganz kurz gegoogelt und ich glaube, sie macht jetzt auch diese Quarks und Co., heißt das so? So eine Wissenschaftssendung, Quarks mit Q. Achso, das? Quarks? Ja, ich bin aber nicht 100% sicher. Also ich glaube, ich habe das gesehen. Wollen wir die mal einladen? Ja, sehr gerne. Hiermit bist du eingeladen. So, Micha ist gerade nochmal wieder gekommen. Wir schnappen uns Micha nochmal. Hey, hallo Timo! Hallo Micha. Hallo Mensch hinter diesem Monitor. Na, wie geht's dir? Ach. Hattest du gerade ein wichtiges Meeting? Nein, ich bin grundsätzlich sehr positiv gestimmt. Vielen Dank nochmal an alle unsere Freunde, die beim Community Backyard Sale vorbeigekommen sind. Es war wirklich sehr, sehr, sehr schön, so viele von euch mal wieder in Persona zu sehen und mit euch gemeinsam mal wieder so ein Event zu machen. Danke. Und vor allem danke für diese unglaublich spendable Spenderei. Ich finde es richtig geil und ich glaube, insgesamt ist jetzt wirklich eine Summe rausgekommen, mit der Gaming Aid hoffentlich tatsächlich... was bewirken kann. Und das macht mich einfach stolz, dass ihr so eine coole, spendable Community seid. Danke. Sehr schön, das freut mich. Das wäre auch eigentlich die erste Frage gewesen. Wie lief der Backyard-Sale für uns so, Herr Michael Petrescu, fragt der Schrödinger. Gut, glaube ich. Wir haben jetzt... Also ich habe sehr viele schöne Momente zwischen euch und uns gesehen. Ich habe aber auch viele schöne Momente zwischen uns einfach gesehen, weil sehr viele Leute aus sehr verschiedenen Ecken der Firma und aus verschiedenen Abteilungen dafür miteinander gearbeitet haben. Und es gab an dem Tag einfach gar keinen so Abteilungs-irgendwas-Strukturen-Gedöns. Es war einfach so ein Haufen an Wohnmitarbeitern, die versuchen, euch gute Gastgeber zu geben. Und das hat mir sehr viel Spaß gemacht und Freude bereitet. Weißt du, was mich am meisten überrascht hat? Wir waren um kurz vor 9 fertig. Und um 9, kurz nach 9, war tatsächlich alles aufgeräumt da hinten. Das war alles picobello wieder sauber aufgeräumt. Das habe ich, glaube ich, noch nie gesehen. Ja. Micha, ich habe ein paar Fragen. Von PM Myodices. Gibt es Pläne, alte Sendungen, welche abgesetzt wurden, im aktuellen Live-Programm zu wiederholen? Ich denke da zum Beispiel an Spiele mit Schmerz. Auch wenn das Format nicht weitergeführt wird, würde ich es mir bestimmt gerne mal wieder anschauen, wenn es im Livestream kommt. Ist in meiner Meinung nach besser als die Wiederholung vom X'en Let's Play zum Beispiel. Absolut denkbar. Bündelt eure Wünsche, was das angeht, wenn alle irgendwie auf allen möglichen Kanälen uns die Info zukommen lassen, dass sie unbedingt, keine Ahnung, schönes, nicht mehr dauerhaft laufendes Format Tilt sehen wollen, dann programmieren wir das natürlich auch so, weil die Dateien sind ja da und es ist für uns kein großer Aufwand, die zu senden, anstatt Replays zu senden. Sehr schön. Auch nochmal von PM Myodices, das 24-7-Sendekonzept steht ja schon seit Anfang des Senders im Grunde. Gab es Diskussionen mal, das zu ändern und zum Beispiel über Nacht nicht zu senden? Haben wir da irgendwelche Vorteile, wenn wir nachts Wiederholungen senden, anstatt unser Programm quasi nur auf tags zu beschränken? Was ist da für uns das geile Ding? Das geile Ding ist natürlich, dass wir etwas haben, was man so ein bisschen als was machen wir hier eigentlich oder als Kern oder so nehmen kann, nämlich eben zu sagen, okay, wir haben einen 24-7-Sender und der zeichnet sich dadurch aus, dass er 24 Stunden und 7 Tage die Woche sendet. Bringt aber auf jeden Fall auch Herausforderungen mit sich. Es ist ein enormer Druck in dem Moment losgegangen, in dem wir den Sendebetrieb aufgenommen haben vor 3 Jahren. Und der ist auch nie komplett verschwunden und das macht es einfach zum Teil sehr schwierig, so ein bisschen strategische Höhe zu erreichen für so Themen, weil man einfach ganz oft im Operativen, im Tagesgeschäft gefangen ist quasi. Und wir haben so eine Maschine gebaut, die einfach ständig gewartet und ständig geölt werden muss und wo ständig neues Benzin nachgekippt werden muss und so weiter. Hat seine Vorteile, hat seine Nachteile. Und deswegen, ja, wir diskutieren über solche Sachen. Okay, aber noch nichts entschieden. Ihr werdet jetzt bis auf absehbare Zeit erstmal kein Abstellen oder Modifizieren dieses 24-7-Betriebs sehen, sondern wir planen jetzt auch in den nächsten Wochen und eigentlich auch Monaten weiter erstmal
24/7 zu senden. Sehr schön. Letzte Frage. Warum kommen keine Partner-Vlogs mehr? Lassen sich einfach keine Partner finden, die sowas finanzieren? Oder ist uns das einfach zu viel Aufwand im Schnitt und so weiter? Haben wir nicht genug Personal? Halten wir nichts von Vlogs? Machen wir lieber Reiseberichte, wie wir die bisher auch machen? So mit Keulen, Mikro und so weiter. Da gab es ein paar Beispiele von anderen Sendern, die gerne machen. Pete's Meet und so weiter machen gerne, packen sich ein Mikro ein, packen sich eine billige Kamera ein und gehen dann einfach auf Tour für irgendwelche bezahlten Vlogs. Haben wir auf sowas auch Bock oder ist das nicht so unser Ding? Also ich glaube, sowas passiert schon längst, ist aber einfach nicht als Vlog in dem Sinne gekennzeichnet. Also wenn ich mir ein Moin Moin mit Florentin und Eddie auf dem Tandem angucke, dann ist das im Prinzip eigentlich auch eine Art Vlog. Ja. Natürlich mit einem enormen One-Take-Anteil und ohne große Post. Viele Vlogs zeichnen sich jetzt auch nochmal durch eine heftige Post-Production aus. Das ist dann eher nicht so. Das aber wiederum findet man, finde ich, in Reiseberichten zum Teil so ein bisschen abgebildet bei uns. Also wir bedienen uns lose an Elementen aus Vlogs und das auch jetzt schon in bestehenden Produktionen. So etwas wie eine explizite Vlog-Strecke oder ein neues Element, was einfach Vlog heißt oder so. Nein, das ist nicht in Planung. Okay, cool. Vielen Dank. Vielen, vielen Dank. Hallo Robin. Hallo Timo. Das ist dieser Aufwand für diese... Robin, ich habe ein paar Fragen für dich. Leg los. Du bist doch jetzt Big Social Heini hier bei RBTV. Ja, so ähnlich. Was bist du genau? Channel Marketing Manager nennt man das. Also ich kümmere mich eigentlich um die Social Media Plattform, aber man macht natürlich ein paar andere Sachen, wie zum Beispiel, keine Ahnung, ich helfe bei Teaser-Dreh oder... renn mal rum und mach Fotos und sowas. Also es sind ein paar mehr Sachen, die irgendwie... Ich glaube, hier in dieser Firma macht jeder so ein bisschen mehr, als er eigentlich geplant hat. Bindest du immer noch Leuten Knöpfe auf den Kopf, um sie dann in Tische zu verstecken, um dafür Teaser anzudrehen? Nicht nach der einstweiligen Verfügung. Ich habe ein paar Fragen für dich. Es wird ja immer wieder nach Feedback gefragt, lieber Robin. Habt ihr euch denn schon mal überlegt, gezielt Feedback anzufragen und es über die Social-Media-Kanäle zu streuen? In diesem Beispiel geht es jetzt um Feedback für eine gewisse Sendung, für eine bestimmte Sendung. Wenn jetzt zum Beispiel ein Reboot kommt, das nicht so toll läuft und wir 2 Milliarden unterschiedlichste Meinungen im Forum haben oder auf Twitter haben, ob wir dann schon mal überlegt haben, quasi eine gezielte Umfrage dafür zu machen, über Social-Media zu streuen und schauen, was da rauskommt. Fragt Teradoxis. Ja, also die Idee finde ich richtig cool, aber man muss auch wissen, dass bei gerade Twitter und Facebook viele Tweets oder sagen wir mal Posts nicht an alle rausgehen. Das heißt, es kriegt immer nur ein bestimmter Anteil, weil die wollen auch ein bisschen Kohle haben. Wenn man alle seine Abonnenten oder Follower erreichen möchte, dann sollte man Geld in die Hand nehmen. Deswegen kommt es manchmal vor, dass gerade solche Links nicht so gut, ich sag jetzt mal, ankommen, also werden nicht an alle ausgestreut. Und deswegen könnte es dann auch passieren, dass nicht so viele Leute das sehen und überhaupt mitmachen. Daher finde ich es cool, wenn wir das ein bisschen größer anlegen und auch wirklich alle fragen können. Dann hoffen wir halt, dass es auch über einen Kanal rausgeht, also ich meine über den Stream, dass vielleicht das ein paar Mal mehr angesprochen wird. Aber man könnte eigentlich drüber nachdenken, einfach mal so kleine Mini-Fragen, Umfragen zu machen. Man müsste mal gucken, wie viel einfach dabei rumkommt. Ich glaube, das war jetzt der Hauptgrund, warum wir das noch nicht so aktiv gemacht haben. Aber als Idee finde ich das super und ich könnte es eigentlich mal einfach testen. Okay. Ja. Ja. Gib mir das Ding. Vielen Dank. Irie Voisin fragt: okay. Geht's nur mir so oder ist Steffens Schnauzer verdächtig klein und nur unter seiner Nase? Ich möchte etwas klarstellen. Das liegt nicht daran, wie ich meinen Bart rasiere, sondern es liegt daran, dass, vielleicht sieht man das, ich habe hier auf der rechten und auf der linken Seite ist mein Bart heller, um nicht zu sagen blond, ein bisschen hier. Timo, siehst du es? Ja, das stimmt, er lügt nicht. Und nur in der Mitte ist er bräunlich-schwarz. Das führt dazu, dass ich vielleicht manchmal aussehe wie Hitler, das ist aber nicht beabsichtigt, jedenfalls nicht immer beabsichtigt. So, jetzt habe ich noch eine letzte Frage. Wie kommt es, dass man neuerdings so wenig und wenn, dann nur am gleichen Tag Werbung für einzelne Formate auf den Social-Media-Seiten macht? Beispiel Filmfights mit Cold Mirror, Boom by Beans, Animal Squad-Finale, bla 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 bla. Ist das eine bewusste Entscheidung und wenn ja, wieso, fragt Taiwan. Also das ist natürlich schon mal sehr schade, dass das einen Eindruck macht, als würden wir das sehr spät machen. Man muss ganz klar sagen, wir sind da leider gerade im Social-Media, weil eigentlich steht es ja gerade nur aus mir und
dem lieben Martin, meinem Praktikanten. Wir sind da ein bisschen unterbesetzt und rennen einfach viel hinterher. Und wir wissen das auch, dass das halt teilweise ein bisschen untergeht. Wir sind aber dabei, das zu ändern. Das ist die positive Nachricht, weil wir auch intern gemerkt haben, dass einfach viel zu viel so ein bisschen untergeht. Es liegt aber auch einfach daran, dass diese Masse unglaublich ist, was wir da alles haben. Das ist aber ein sehr ernstes Thema sogar, weil wir wollen ja halt, dass alle genau wissen, was immer los ist. Aber wie ich schon mal gesagt habe, ich habe leider nicht nur halt als Aufgabe vor Twitter zu sitzen und da einzugeben, was gerade so passiert. Das wäre eigentlich ganz schön. Aber wir überlegen gerade mit Micha, also Michael Petrescu, habe ich das gerade im Gespräch, wie wir das besser anpacken. Auch Anja hat gesagt, dass wir da überlegen können, wie wir vielleicht einfach auch mehr Unterstützung aus der Redaktion bekommen könnten, weil viele einfach an den eigenen Formaten sitzen. Und es muss ja nicht nur immer ich sein, der das dann halt eingibt und dann vielleicht abschickt. Vielleicht könnte man das irgendwie andersrum regeln, dass ich vielleicht nochmal drüber gucke oder so, dass da kein verrückter Quatsch drin steht. Nein, das würde wahrscheinlich nicht passieren. Ja. Aber dennoch, also ich finde, dass auch das ist ein sehr gutes Feedback, weil es spricht ein bisschen was an, was ich auch selber mir so ein bisschen jetzt auf die Fahne schreiben möchte, dass wir einfach öfter und mehr informieren können und zeitlicher. Das ist natürlich, sollte jeder wissen, wann wir was machen. Sehr schön. Cool. Das war's. Dankeschön, Robin. Und das war wieder eine wunderbare Folge Behind the Beans. Ich überlege noch, ob das Ding hier gemütlich ist oder nicht. Wenn ihr noch Fragen habt, haut sie hier unter dieses Video, fragt sie auf Twitter mit dem Hashtag BehindTheBeans oder verkrümelt euch ins Reddit oder ins Forum, auf die Facebook-Seiten, von mir aus in die Steam-Gruppe, ich finde euch überall. Ey, wenn wir Fragen haben, nehmen wir die mit in die Sendung, werden hier beantwortet, laufen wir mit euch rum. Das Ding ist nicht gemütlich. Ich möchte das an dieser Stelle abbrechen und wünsche euch ein schönes Restwochenende. Tschüssi!